Also mich hat ja das Thema Hass und Hetze, besonders von rechts, extrem erschreckt, besonders weil es mehr geworden ist. Was können wir denn dagegen machen? Ich finde es auch total schlimm, weil man wirklich hören kann, dass die Sprache sich total verroht hat und auch der Umgang und die Respektlosigkeit zugenommen hat. Nicht nur im Netz, leider auch auf der Straße. Und wie es so oft ist, nach einer gewalttätigen Sprache folgen ja leider auch ganz schlimme Taten. Also NSU ist ja nur ein Beispiel, der Mord an Herrn Lübcke ist ein anderes Beispiel. Als Landesregierung sind wir da sehr, sehr klar aufgestellt. Also die Polizei und unsere Justiz ist klar aufgestellt. Wir haben jetzt ein neues Projekt gemacht. Da durchstreifen wir sozusagen, bestreifen sozusagen mit dem Verfassungsschutz auch das Netz. Und wir haben auch mit der Landesmedienanstalt und vielen Partnern ein Projekt aufgelegt, wo wir sagen, wir müssen verfolgen und löschen im Netz. Nicht nur löschen, sondern wir müssen tatsächlich auch die Straftaten zur Anzeige bringen. Und ganz ehrlich, glaube ich, jeder ist gefordert von uns allen. Also jeder muss, egal wo er ist, widersprechen, auch in der Kneipe, bei Menschen im Umfeld, wenn man erlebt, dass einfach nicht respektvoll miteinander umgegangen wird. Wir brauchen wirklich jeden inzwischen in der Gesellschaft.